generell muss man sagen, man kann eigentlich jedem Team bei Olympia, das sich qualifiziert hat, was zutrauen. Olympia ist so ein bisschen der DFB-Pokal des Beachvolleyballs, ist immer ein Überraschungsteam dabei. Also ich glaube, da hätten wir vor ein, zwei Jahren nicht mit gerechnet, dass wir wirklich Sorge haben müssen, überhaupt zwei Teams zu Olympia schicken zu können. Es ist eine enge Kiste, also etwa Mattesek mussten viele Turniere absagen. Die haben noch nicht mal die 12 Turniere, die sie einbringen können, punktemäßig, um sich zu qualifizieren, bisher gespielt. Die haben erst 10 Turniere, das heißt, sie bringen jetzt jedes Turnier, was sie spielen, alle Punkte mit ein. Das heißt, die haben, obwohl sie im Augenblick, ich glaube, 400, 500 Punkte Rückstand haben, noch sehr gute Chancen, aber sie müssen jetzt liefern. Sie haben schon gezeigt, dass sie selbst bei Großereignissen, Weltmeisterschaften ganz vorne mit dabei sein können. Und das ist schon etwas überraschend. Bei Böckermann-Flüggen ist es eher so, dass es vielleicht überraschend, hätten nicht alle den beiden zugetraut, dass sie überhaupt in der Lage sind, jetzt kurz davor zu sein, sich zu qualifizieren für Olympia. Das ist sensationell für beide. Freut mich auch sehr. Sehr akribische Arbeiter. Sicherlich beide nicht von der Physis her mit dem Talent gesegnet wie manche andere. Müssen sich alles erarbeiten, müssen sehr clever spielen, sind technisch sehr, sehr gut. Und die Chance, die sie da bekommen, nutzen sie gerade sehr, sehr gut, sodass es echt so aussieht, als würden die beiden es schaffen können. Egal, ob es Holtwig-Semmler oder Borger-Büte schaffen, auch dieses Team, das zweite Team, wird eine Chance haben, dort vorne einzugreifen. Noch eine höhere Chance als die Männerteams. Beide auch schon bei Weltmeisterschaften im Halbfinale gewesen. Borger-Büte, Vize-Weltmeister, also haben auch gezeigt, dass sie bei Großereignissen da sein können und ihre Leistung abrufen können. Insofern sind wir bei den Frauen wirklich, wirklich sehr gut aufgestellt.